Ist alles von Österreich, oder? Kann ich Dialekt schon ein bisschen mehr reden, außer für den Tino und Christian, aber ich glaube, die In werden mich Steyr, ich verstehen. verstehe das. Also Ja, versteht euch. also dieser Schwarzenegger, der Schwarzenegger-Slang, das ist sehr beliebt in Österreich. Okay. Und Norddeutsch, glaube ich, haben wir jetzt eh nicht dabei. Insofern, glaube ich mal, geht's. Kannst du ganz normal reden, wie du es gewohnt bist. Wie mir der Schnabel gewachsen ist. Genau. Genau so ist es, ja. Okay, fangst Ja, du an? gut. Ah, ja, Die oder Bertha? Aufnahme ist gestartet, also sage ich immer herzlich willkommen zu unserem Webinar zu Dibodium Cloud Produkte. Wir wollen in der heutigen Präsentation euch zeigen, wie wir mit einer schlanken, smarten Lösung bei SAP in der Produktion einige Arbeitsschritte erweitern, aber auch erleichtern können. Und da fangen wir an mit dem Produktionsaufträgen selber, aber auch mit dem Erstellen, Abändern von Stücklisten und Arbeitsplänen und bis hin zum Planen, Verwalten, Ausführen von den Produktionsaufträgen und auch aber auch das Erstellen von Qualitätsprüfplänen und auch natürlich das Durchführen von diesen Prüfplänen, auch in Arbeitsschritten. Und die Rosi haben wir heute mit an Bord. Die wird euch alle Produkte, alle drei, sag ich mal, kurz vorstellen. Und am Schluss hätten wir dann noch geplant, wenn sich das so zeitlich ausgeht, dass wir auch noch für Fragen zur Verfügung stehen. Die Session, wie man schon auch oben sieht, wird aufgenommen. Das heißt, jeder, der das Video noch am Schluss haben möchte, bitte melden, dann schicken wir das Video zu. Und Rosi, jetzt übergebe ich Okay. das Wort an dich. Okay, danke dir, Bernhard. So, ich teile jetzt meinen Bildschirm. Seht ihr ihn? Ja? Ja. Okay, ich fange jetzt mal an mit Podus. Also wie Bernhard gesagt hat, das sind so leichte Applications, die wirklich sehr viel Wert für euer SAP Business One bringen. Das erweitert einfach, was ihr machen könnt mit SAP und einfach, dass ihr viel mehr automatisieren könnt. Okay, jetzt gehe ich da kurz rein. Wir haben drei Produkte, wie Bernhard schon gesagt hat. Ihr accesst diese Produkte via Web. Wir haben Build, wir haben Produce und Inspect. Ich fange mit Produce an, dann gehe ich runter zu Inspect und stelle euch das kurz vor und dann gehe ich zu Build. So, was ist, ups, falsche, ich habe alle, was ist Produce? Also die Bodium Apps, wir haben drei, wie ihr gesehen habt, die sind alle rollenbasiert. So, wenn man jetzt so denkt, was fehlt in SAP zum Beispiel, wenn man jetzt mit Produce anfängt, hey, ich mache Produktionsauftrag in SAP und dann möchte ich ein Terminal haben. Ich möchte einfach, ich glaube, Terminal versteht jeder haben, wo ich die Zeit posten kann und auch das Material, damit ich diese Production-Aufträge nicht rausdrücken muss und draufschreiben und dann raustragen in den Shopfloor. Ich will das alles automatisieren. Und das ist natürlich jetzt ein App für den Shopfloor. Okay? Production oder Sedan, aber dann fehlt mir ein Teil im SAP. Wenn ich im Shopfloor bin, ich will eine Übersicht haben, wer arbeitet an was? Okay, wer arbeitet an welchem Resource, an welcher Maschine? Okay, so alles ist rollenbasiert. So, man denkt so, okay, das fehlt in SAP und da haben wir jetzt zum Beispiel Produce. Okay, ist ganz schnell zum Installieren. Ich sage immer, am besten zum Beschreiben ist, es ist wie wenn man ein Licht einschaltet, man connect die Database, ganz einfach zum Installieren. Einfache Bedienung, das werdet ihr heute mit der Vorstellung hoffentlich sehen, wie einfach es zu bedienen ist und sehr user-friendly. Okay. Und Automatisierung. Ich habe SAP früher implementiert und Zettelwirtschaft, das habe ich nie gemacht, weil man verliert viel. Man hat nie die ganzen Daten im SAP. Man kann keine ordentliche Report schreiben, weil die Daten noch nicht drin sind und jeder muss das dann reintippen. Also einfach automatisieren den Prozess. Und es ist natürlich eine Kostenersparnis, weil wir haben keine Ressourcen für die Administration und die Wartung. Okay? So, das sind einfach die Vorteile. So, was ist jetzt mit Produce? Überblick, wie ich schon gesagt habe.
Terminalzugriff, papierlose Fertigung, Echtzeit, Echtzeit, man sieht, was los ist, Endzusammenarbeit. Okay? So, was ist die Hauptaufgabe für einen Werkstattleiter? Die Hauptaufgaben, Produktionsaufträge verwalten und freigeben. Ich will ein besseres Tool haben, wo ich die Produktionsaufträge freigeben kann. Ich will nicht ins SAP reingeben. Und ich will auch zum Beispiel, bevor ich die freigebe, möchte ich wissen, ob ich genug auch in Stock habe, damit ich diese Produktionsaufträge eigentlich machen kann. Okay? Man kann es planen, welche will ich freigeben. Man kann Prioritäten setzen mit Produce, okay? Und man kann sie überwachen, wie ihr sie seht, okay? Momentan die Probleme, wenn ihr natürlich Production Orders habt, kein Shopfloor-Funktion, also keine Funktion in Echtzeit verfügbar, okay? Man weiß nicht, was los ist. Und das ist für mich, was ich normal den Kunden sage, weil die Zettelwirtschaft irgendwo herumläuft und ich weiß nicht, wer an was arbeitet und so weiter, okay? So, jetzt springen wir mal rein. Ich habe diese Slides hier, die sind auf Deutsch, haben sie, wie ihr seht, die haben wir dann auch für euch verfügbar. Okay? Ganz kurz, der Produktionsmitarbeiter, der hat die Hauptaufgabe. Ich starte einen Produktionsauftrag, ich habe den ersten Schritt, ich logge mich ein und dann arbeite ich. Und dann, wenn ich fertig bin, will ich die Zeit registrieren und dann auch das Material buchen. Kommt drauf an, ob ihr das manuell gesetzt habt in SAP oder Retrograd. Und da kann das Material und die Zeit dann ganz einfach in SAP buchen. Okay? Und das Schöne ist, es ist real time. Okay, wenn ich sage Real-Time, wenn die buchen, ist das sofort in SAP. Wenn jetzt der Bernhard einen Produktionsauftrag anlegt oder ein MRP läuft in SAP, der Shopfloor-Manager sieht sofort die Aufträge und er kann die prioritieren, hey, welchen muss ich zuerst machen und so weiter. Okay, so, jetzt gehe ich mal kurz rein. Hier bin ich. Ich logge mich jetzt mal als Produce-Manager ein, okay? Ich gehe rein, das Erste, was ich sehe, ist eine Dashboard. Wie ich gesagt habe, ich sehe ein Dashboard und ich sehe, hey, der Georg arbeitet an einem Produktionsauftrag, die Vicky und die Maria. Ich habe drei Werkstattarbeiter, glaube ich, heißt das, Operators, die arbeiten. Ich sehe, an welchem Produktionsauftrag die arbeiten. Ich sehe auch, welche Maschine die hernehmen. Okay? Ich sehe auch als der Manager, hey, ich habe zwei Produktionsaufträge geschlossen, die letzten 7 Tage. Einer war nicht pünktlich, einer war pünktlich. Habt so einen schönen Report auch hier. Ich sehe auch, dass ich 8 freigegeben Produktionsaufträge habe. Okay, so ihr habt volle Übersicht, was los ist am Shopfloor. Ihr könnt jederzeit, hey, die Vicky arbeitet an das. Lass mich mal schauen, welcher Produktionsauftrag das ist. Okay, das ist dieser Produktionsauftrag. Lass mir mal die Details sehen, mehr sehen, was mit diesem Produktionsauftrag bis jetzt passiert ist. Ihr setzt jede Meldung für diesen Produktionsauftrag in Detail. Okay, volle Übersicht habt ihr hier. Okay, ich gehe noch mal kurz zur Dashboard zurück. Dann könnt ihr natürlich auch immer hier, könnt ihr immer zurückdrücken. Ich zeige das gerne, weil es so cool ist. Aber ihr könnt dann auch hierher gehen und das sind die Aufträge. Hier sehe ich alle Aufträge, die ihr in SAP geplant habt oder freigegeben habt. Okay? Und dann seht ihr, was sehe ich hier? Hier sehe ich freigegeben, nicht freigegeben. Okay? Diese sind in Arbeit. Das heißt, jemand arbeitet dran an diesen Produktionsauftragen. Hier seht ihr Priorität. Super, super Feature, weil du als der Manager könntest immer reingehen und sagen, hey, ich schaue, ich gebe mir mal alle, die nur hohe Prioritäten haben. Da arbeitet noch keiner dran. Ich habe ein Problem. Da muss ich was machen. Warum arbeitet keiner dran? Weißt du warum? Weil ich ihn noch gar nicht freigegeben habe. Weil wenn ich einen Produktionsauftrag nicht freigebe, sehen die Arbeiter die am Shopfloor nicht. Die haben ja Terminal, ein Tablet. Ich habe den nicht freigegeben. Die können gar nicht damit anfangen. Also der Manager hat Full Kontrolle, wann er die freigeben will. Was der Manager auch noch
bevor machen kann, bevor er den Produktionsauftrag jetzt freigibt zum Shopfloor, der kann jetzt da auf diesem Produktionshirn markieren oder mehr wie einen und kann darauf gehen und sagt, hey, was ist die Materialverfügbarkeit? Deutsche Wörter sind so lange. Und dann geht Produce rein und schaut auf das Inventar und sagt, hey, das ganze Material ist verfügbar für diesen Produktionsauftrag. Ich kann ihn freigeben. Man kann auch rot haben, das heißt, hey, das ist nichts im Inventar, man muss was bestellen. Oder gelb, es ist bestellt. Und dann kann der Manager reingeben und ihn freigeben. Und ich gebe ihn gleich frei, ich will, dass ihr das auch seht. Hier sehe ich alle Arbeitsgänge. Ihr seht die Arbeitsgänge hier, okay? Wie viele Arbeitsgänge, jeder Produktionsauftrag hier, und blau heißt teilgemeldet, gelb heißt, es arbeitet jemand dran. Weiß heißt, noch nichts wurde gemacht. Okay? Hier die Prioritäten, das setzt ihr. Ihr sagt es, wie machen wir es? Also wenn jetzt zum Beispiel, ich schaue entweder auf das Startdatum oder auf das Due-Date und wenn es 10 Tage draußen ist, tue ich es auf Medium, wenn es 5 Tage aus ist, bis es due ist, dann mache ich vielleicht High Priority. Okay, das kann man alles automatisieren. Aber als der Manager kann ich sagen, den muss ich jetzt High Priority machen, weil der hat gerade angerufen, ich muss dann schauen, dass jemand dran arbeitet. Okay? So, das ist der Manager. Volle Visibility. Sieht alles, was los ist am Dashboard. Jetzt gehe ich mal rein als der Arbeiter, als der Operator. Ich gehe da rein, ich sehe alle Produktionsaufträge, die freigegeben wurden, sehe ich hier. Alles, was ihr gelb seht, da arbeitet jemand dran. Blau, Teilmeldung, also es geht alles Hand in Hand. Ich sehe alle meine Arbeitsgänge hier, das heißt, ich habe die schon mal angegriffen. Okay? Was auch ganz toll ist, wenn ich jetzt da reingehe, zum Beispiel, da war eine Teilmeldung. So, der Operator sieht auch, was mit diesem Produktionsauftrag bis jetzt passiert ist. Also ihr habt alle möglichen Informationen, die man braucht, um einen Produktionsauftrag zu starten und dann auch zum Abschließen. Okay? Habt ihr Anweisungen, dann kommen die hier, scheinen die hier auf, da habt ihr, kommt ein Knopf und dann hat der Operator auch Anweisungen. Okay? Und was der Operator dann macht, ist Start. Fangt er an zum Arbeiten, die Zeit läuft, okay, ich sehe hier, offene Menge ist 8, gemeldete Menge ist 2, Planmenge war 10. Dieses Material muss ich buchen als der Arbeiter, diese ist retrograd, das heißt, die brauche ich nicht buchen. Und wenn dann der Operator Schluss macht und sagt Stopp, dann hat er ein paar Schritte, wo er das Material dann buchen kann und ist fertig und es geht zurück ins SAP. Okay, jetzt zeige ich euch noch ganz kurz, ist nur eine kleine Vorstellung, wenn ich zum Manager gehe. 158 sehe ich nicht. Ich sehe 158 nicht, weil es nicht freigegeben ist. Wenn ich jetzt da reingehe und ich gebe es frei, dann scheint das sofort am Shopfloor auf. Dann seht ihr jetzt sehen, jetzt kommt das 158 hier rein und dann können die Operators hier zum Arbeiten anfangen. Okay, habe ich es freigegeben? Habe ich, ja. Bumm. Und hier ist es. Ups, war ich zu langsam. Jetzt ist es freigegeben. Wir können hier reingehen. Da wurde noch nichts gemacht. Und dann können die starten. Okay, so jetzt mache ich ganz kurz, bevor ich zum nächsten abkomme. So, jetzt bin ich fertig. Ich habe jetzt da fertig gemacht. Ganz kurz, nur dass ihr seht, wie einfach das ist. Es ist noch weitere Arbeit benötigt. Ich habe nur ein Stück gemacht zum Beispiel. Okay, das war die Zeit. Ich hätte nur eine Sekunde brauchen sollen. Das ist schlecht aufgebaut. Ich habe aber eine Minute gebraucht. Okay, dann sage ich weiter. Und da seht ihr, dieses Stück ist retrograd, dieses Artikel brauche ich nicht buchen, aber dieses muss ich buchen, weil das ist Set manuell bei eurem Produktionsauftrag. Und ich sage jetzt dann auch noch, ich habe 3 gemacht,
Also ich habe 3 gebraucht. Und dann hat der Arbeiter ein ganz tolles Overview, was er eigentlich dann bucht. Er sagt, die Arbeitszeit ist war 1 Minute 28 Sekunden. Wir erwarteten, dass du 8 machst. Wir haben nur eine gemacht. Es ist eine Teilmeldung. Und du buchst hier mehr Material. Wir brauchen nur 2, aber du buchst 3. Ja, das habe ich, das mache ich, weil ich habe vielleicht deins kaputt gemacht. Man kann auch Scrap buchen. Ich weiß das deutsche Wort da jetzt nicht. Okay? Und dann sage ich Ende und fertig. Und es geht sofort zurück ins SCP. Und ihr seht, das heißt jetzt auch wieder teilgemeldet. Scrap ist Ausschuss. Ausschuss, genau. Scrap kann man, also einen Ausschuss kann man auch buchen. Okay? So, das ist der Operator. Okay? Am besten mit Tablets, schaut super aus. Ich war gerade bei einem Kunden an Warehouse, die haben alle die Tablets da sitzen gehabt und haben angefangen mit den Produktionsaufträgen. Und der Manager hat Full Visibility, der sieht alles, was los ist am Shopfloor. Okay? So, das war Produce, das ist dieses Produkt. Man hat einen Manager, der alles am Shopfloor handelt. Und dann haben wir den Operator, der die Arbeit macht, der man hat den Werkstättenleiter für den Produce Manager und man hat die Arbeiter für den Operator. Das heißt, der Manager sieht quasi alle Produktionsaufträge, ob sie freigegeben sind, was schon darin passiert ist. Und die durchführenden Mitarbeiter haben den Operator, die eben genau ihre Aufträge sehen, den sie sehen müssen und auch Arbeit abarbeiten müssen und eben hier die Zeiten zurückmelden. Genau. Und Material, wie wir gesehen haben. Genau, genau, super Übersicht. Und man braucht sich nie ins SAP einloggen. Ihr könnt, der Manager, wenn man dran denkt, der kann sich zu Hause einloggen und sieht, was los ist am Shopfloor. Weil es ist alles webbrowsed, ist ein App, okay? So, jetzt springen wir rüber zur Quality Control. Das heißt bei uns Inspect, wir nennen es Inspect. Was ist Quality Control? Okay. Verstärkte Kundenbedienung. Okay, man kann Quality Control Orders jetzt automatisieren, wenn ich jetzt zum Beispiel Artikel von einem Verkäufer bekomme, dass es automatisch eine Quality Control Order zum Beispiel jetzt hinterlegt, damit die Quality Control Department schauen können und gewisse Artikel dann anschauen, ob die auch okay sind. Wieder, es geht alles um Automatisierung. Wenn ihr jetzt zum Beispiel eine Quality Control braucht in SAP, habt ihr wahrscheinlich User-Defined Fields. Mit diesem App habt ihr das automatisiert, weil es redet mit SAP. Und man kann auch dann eigene Reports machen für Quality Control. Dann habe ich eine Übersicht und sage, hey, jedes Mal, wenn ich von diesem Vendor Artikel bekomme, ist was falsch. Okay? Oder und man kann Quality Control auch durch Produktions machen, durch Aufträge und auch am Ende einer Produktions. Und das kann man alles automatisieren. Und wieder, man braucht nicht ins SAP gehen, man hat einen Manager und einen Operator. Der Qualitätsleiter, der setzt auf die Qualitätspläne. Okay, wir setzen auf die Qualitätspläne in diesem App, weil SAP hat nichts, okay? Wir setzen auf die Pläne, okay, verwalten die Pläne dort. Wir setzen auch auf die Sampling-Pläne, das deutsche Wort wieder weg, wie viel die anschauen müssen. Ich zeige euch Stichproben, danke Tino, Stichproben. Das ist Stichproben-Rules. Sage ich, hey, wenn ich jetzt zwischen 10 und 50 bekomme, dann will ich 10%, 51 bis 120% Stichproben. Das könnt ihr alles automatisieren. Man braucht nichts mehr denken und dann hat man ein Tablet und die Quality Control Leute können sich die Quality Control Orders dann anschauen und genau wie in Produce die dort verwalten. Okay? Die Probleme, die wir jetzt haben, okay, fehlende Absicherung der Prozesse. Haben wir nichts. Wir wollen das wieder automatisieren. Wir wollen keine UDFs da jetzt manuell eintragen. Okay? Wir wollen, dass ein Plan automatisch hergestellt wird und dass er auch sofort vielleicht freigegeben wird, damit jemand die Stichproben prüfen kann. Okay?
So, der Qualitätsprüfer, das war wieder der Manager, setzt alles auf, setzt auf die Automatisierung, die Logik, okay, wann soll einer hergestellt werden? Und dann hat man den Prüfer, wieder ein Tablet, okay, oh, da ist gerade eine Quality Control reingekommen, lass mich anschauen, okay, ich habe diese Artikel hier, ich bringe die rein, vielleicht als locked, als gesperrt, dann könnte es sein, hey, wenn diese Quality Control Order durchgekommen ist, dann könnt ihr diese Chargennummer freigeben. Ist alles mit automatisieren. Natürlich habt ihr hier mehr Möglichkeiten. Ihr könnt es oder und, das kommt drauf an, wie ihr das wollt. Ihr könnt es bei Lieferant machen, bei Artikelgruppe oder Artikel-Eigenschaft. Könnt ihr die Logik einbauen? Okay. Dasselbe mit In-Production. Ich habe jetzt nur einen da. Und da könnt ihr wieder, schaut ein bisschen anders an, weil das ist jetzt durch die Produktion. Okay, das ist mein Prüfplan, das ist mein Stichprobenplan. Und was habe ich hier? Ich kann da jetzt automatisieren, dass ich jetzt, wenn es für einen gewissen Kunden ist, gewisser Arbeitsgang, dass ein Prüfplan hergenommen wird, ein gewisses Produkt, Artikelgruppe oder Eigenschaft. Und ihr müsst euch verstehen, wenn ihr jetzt zum Beispiel Produce habt, ich gehe jetzt noch mal kurz zurück und ich weiß nicht, ob ich jetzt einen habe. Wenn ihr jetzt Produce habt und diese Operation hat einen Prüfplan, dann seht ihr das hier auch. Wenn ich jetzt durch eine Produktion einen Prüfplan herstellen will, dann seht ihr hier, dass der Operator auch an der Production seit diesem Prüfplan sehen kann. Okay? Nur Nebenseite, okay, will ich das sagen, damit ich euch nicht durcheinander bringe. Aber es geht alles Hand in Hand, weil viele, die Produktion laufen, brauchen auch dann Quality Control. Okay? Ich gehe da nochmal zurück. Also beim Arbeitsgang, Kunden, Produktion. Ihr baut die Logik ein, wie ihr sie braucht. Und dann natürlich Eingang von Produktion. Okay, wieder von Artikelgruppe, Artikel oder Artikeleigenschaft. Wie ihr wisst, in SAP haben wir 64 Artikeleigenschaften. Also die Flexibility ist sehr, sehr groß. Ihr macht die Regeln. Und was dann passiert, wenn ich jetzt ein Goods Receipt mache, oder wenn ich jetzt mache, during production, eine Production Order aufbaue, wo ich eine Logik drin habe, dann werden diese Prüfpläne automatisch hergestellt. Ich arbeite im SAP, ich mache einen Wareneingang. Ich weiß nicht, dass da jetzt ein Prüfplan hergestellt geworden ist, weil das hat der Quality Control Manager so konfiguriert, dass da einer hergestellt werden muss. Okay? So, das ist der Manager, setzt alles auf, automatisiert alles, hat vollen Überblick und dann gehe ich rein zum Operator. So, was sieht der Operator? Schaut sehr ähnlich aus wie ein Produce, darum es ist sehr einfach zu bedienen, auch für euch, für den User. Der Operator sieht die Prüfpläne, die freigegeben sind, wie er auch hier sitzt, haben wir kann ich eine Freigabe hier machen? Okay. Die Prüfaufträge, wo sind? Prüfaufträge, was habe ich gesagt? Prüfpläne. Also die Prüfaufträge, ja. Die Prüfpläne generieren einen Prüfauftrag. Ja, genau. Prüfaufträge, da wäre es eh so schön um, gell? Wie in der Schule. Ich habe es immer auf Englisch, so danke Tino. So, und der Operator geht da rein, der arbeitet an diesem, das sieht er, dass er dann schon dran gearbeitet hat, weil es gelb ist, dann sagt er, okay, ich habe das 6 Stichproben. Und wie toll ist das? Der sieht genau, von wo es herkommt, wenn das eine Chargennummer ist oder ein Serialized Number, sehen wir das ab hier auch, okay? Der sieht das Datum, der sieht welcher Geschäftspartner, alles. Und dann geht er durch, das ist jetzt ein anderer Prüfplan, dann kann er sagen, okay, Point 50, das sind 2 Messungen jetzt und da haben wir Millimeter, das ist, machen wir so, ups. Und dann sagen wir weiter und dann nehme ich die nächste Stichprobe und ich messe das hier, okay? Und gehe so durch diese Prüfpläne durch, Stichproben durch, okay? Und der Operator weiß genau auch, was er tut. Es wird dem Operator alles gesagt hier. Jetzt gehen wir schnell an einfachen holen, wo ich vielleicht nur einen habe, wie dieser.
Ich will einen ganzen. Rosi, warum habe ich, muss ich einen herstellen? Der so, den will ich. Da habe ich nicht nur eine Stichprobe, sehe ich wieder alles, aber hier habe ich jetzt zum Beispiel das Ja oder Nein, das wollte ich euch zeigen. Ja, das passt, ich habe mir das angeschaut, das passt. Und ich sage, passt nicht, weil es hat, da hat sich was gebogen auf der Seite zum Beispiel. Dann kann ich das reingeben und das ist für euch super, weil dann könnt ihr Reports bauen. Hey, welche Defekte haben wir da immer? Dann gehe ich rein und ich messe das. Das geht durch, das ist okay, aber das hier ist nicht okay. Das ist Inspektionsauftrag 15. Dann sage ich okay. Und ich als der Operator kann dann sagen, Auftrag abschließen. Und dann sieht der Manager, dass ich diesen Auftrag abgeschlossen habe und bei mir ist er weg. Ich habe meinen Teil gemacht und der Manager, weiß die Nummer, der sieht das auch und sagt das fertiggestellt. Okay, so es geht genau wie Produce. Es spricht alles zusammen. Man hat den Manager, der sieht alles, was los ist. Keine Zettelwirtschaft, wieder nicht. Und dann hat man den Operator, der hat ein Terminal, ein Tablet und der macht diese Aufträge und schaut die alle an. Okay, so das war Inspect Quality Control für SAP. Okay. Und jetzt schauen wir uns das Letzte an. So, das sind alles verschiedene Produkte. Ihr braucht es nicht jetzt, wenn ihr Produce sagt, hey, Produce schaut super aus, das können wir wirklich brauchen. Hey, Bernhard, schalt mal sein. Okay, braucht ihr keine Quality Control dazu. Okay, man nimmt und kauft, was man will. Wenn ich nur das brauche, dann nehme ich nur das. Wir machen keine Inspection oder das. Wenn ich nur das brauche und nicht das, dann nämlich nur das. Es ist nicht, dass man alles haben muss. Es sind drei verschiedene Produkte. Okay? So, jetzt gehen wir zu Bild. Zeitlich bin ich okay, okay? So, eine, was ist Bild? So, ist für, ups, da habe ich jetzt nichts. Oh. Warte mal, da habe ich jetzt was falsch gemacht. Na, ist okay. Habe ich schon richtig gemacht. Okay. Jetzt überlegt euch mal einen Produktmanager. Ich bin ein Produktmanager und was ich am meisten mache, ich bin ein Ingenieur und fertige andauernd mache ich Stücklisten. Und unsere Stücklisten sind wirklich lang und ab und zu kompliziert und es dauert ab und zu 3-4 Wochen, bis ich eigentlich eine Stückliste gebaut habe. Okay? Ich will einfach ein einfacheres Tool haben, damit ich diese Stückliste baue. Okay? Und was ich auch haben will, ist zum Beispiel, wenn ich fertig bin mit der Stückliste, dann will ich eine Kalkulation haben und auch schauen, hey, wie ist der Preis? Okay? Was ist mein Labor-Cost? Und gewisse Zahlen will ich auch haben. Okay? Und da ist Bild sehr, kommt das, das ist das falsche Slide, gell? Na, ist das Richtige. Da kommt das Bild Handy. Das heißt, statt ich mache die Stückliste jetzt nicht in SAP, dann gehe ich wieder weg, dann gehe ich wieder rein oder auf einem Excel. Ich mache es auf diesem ab und wenn ich dann zufrieden bin und alles passt, dann lade ich es auf ins SAP mit einem Klick und es ist in SAP. Okay? So, Produktmanager, okay, Hauptaufgaben verwalten an Anforderungen von Produktanfragen. Genau für das ist es gemacht. Man kann natürlich auch neue Artikel anlegen, aber es ist wirklich Anforderung. Ich schreibe jetzt an Bernhard und sage, hey Bernhard, ich will dieses Fahrrad. So will ich will, dass der Fahrrad das hat und das hat und das hat und das hat. Und der Bernhard sagt, okay, ich stelle dir das zusammen. Dann schicke ich dir vielleicht dann einen Preis in 2 Wochen. Ich habe dann mehr, in ein paar Tagen das fertig und sage dir dann Bescheid. Okay? So, wieder in SAP, das fehlt ein bisschen. Ja, man kann die Stückliste anbauen, das Bill of Material, aber das ist halt ab und zu nicht so user-friendly, okay? Jetzt sprengen wir da kurz rein. Ich gehe da jetzt in das Bild rein. Ich habe das offen hier. Ich habe, wenn ich reingehe als ein Produktionsmanager, sehe ich eine Board. Das sind alle meine Produktionsaufträge. Ich habe auch hier verschiedene Status. Diese sind neu, diese sind in Arbeit, diese warten auf Freigabe,
Okay, ich bin fertig, aber ich muss die freigeben. Also vielleicht muss der Tino jetzt noch reingehen und muss sich das nochmal anschauen. Er ist mein Manager und der kann es dann freigeben. Das heißt, ich lade es rauf ins SAP und diese sind schon fertiggestellt. Ich habe Zugang zu meinen ganzen Artikeln hier. Die kommen von SAP natürlich. Wenn der Bernhard jetzt einen Artikel in SAP anlegt, kann ich den natürlich sofort hier sehen. Es ist Real-Time. Ich kann natürlich auch neue Artikel, Resources, Arbeitsgänge hier anlegen. Es ist alles Hand in Hand. Es schaut alles zusammen. Aber ich kriege jetzt einen Produktionsauftrag und ich fange jetzt zum Arbeiten auf. Jetzt schauen wir uns einen an, den ich schon habe. Eine Produktanfrage, Rosi. Produktanfrage, also, ja. Und das mache ich immer. Ich bin so into Produce, ich sage immer Produktion. Produktanfrage, danke, Tino. Ich habe eine Produktanfrage. Das ist der Name, das ist die Bezeichnung. Und ich sage, das hätte schon vor 2 Wochen fertig sein sollen. Jetzt ändere ich das mal. Oh, jetzt sind wir schon im Mai, schauen wir es an. Dann sagt es, hey, es muss fertig sein in einer Woche. Es sagt dem Produktmanager oder dem Ingenieur sofort, wann es fertig sein soll. Okay, durch das Datum. Kalkuliert es für ihn. Hier ist das Produkt, das ich machen muss. Was ganz toll ist, ich habe da Anhänge. Ich schicke jetzt Tino eine Produktanfrage und ich schicke ihm auch vielleicht ein Foto mit oder Specs, Requirements. Dann kann er das hier anhängen. Der Ingenieur. Hey, das wurde mitgeschickt, den Anhang. Man kann auch hier Aufgaben aufbauen. Zum Beispiel, ich sage jetzt, hey, ich baue jetzt dieses Stück, ich baue und baue. Ah, ich habe jetzt eine Frage über das, über das, über das. Dann sage ich, hey, ich muss den Kunden anrufen vielleicht. Oh, ich habe das geklärt, dann streiche ich das durch. Okay, und dann gehe ich als der Ingenieur gehe ich durch. Hier ist meine Stückliste. Ganz toll, man kann die Stückliste natürlich vom Excel auch importieren. Jeder Kunde ist anders. Vielleicht schicke ich dem Kunden vielleicht eine Form, der soll sich das ausfüllen. Dann kann ich das direkt importieren. Natürlich kann ich von einem anderen Artikel in mein System kopieren und dann ändern. Oder man macht es manuell und fügt die Artikel hinzu. Hier habe ich die Arbeitspläne. Das heißt, ich lösche mal hier einen Arbeitsplan. Was das heißt, hier baue ich jetzt diesen Artikel. Ich lösche die ganz kurz. Dann kann ich sagen, okay, damit ich diesen Artikel baue und ich setze hier, wie das schön ist, zu machen, so viel user-friendly, sage ich, brauche das, diesen Arbeitsgang, ich brauche diesen Arbeitsgang. Und ich brauche diese Ressource und ich brauche diese Ressource für diesen Arbeitsgang. Dann kann ich reingeben, eine Arbeitszeit und eine Rüstzeit. Okay? Und dann sehe ich einmal, hier ist meine Stückliste und ich brauche diesen und diesen und diesen und den schiebe ich darüber. Die brauche ich für den ersten Arbeitsgang und den letzten brauche ich für den zweiten Arbeitsgang. Drag and drop. Jetzt muss ich weggehen. Ich muss jetzt, heute ist der Tag ist vorbei. Ich speichere das. Ich kann dann immer sagen, hey, ich ändere den Status. Also man hat wirklich alles hier. Dann kann man hier rübergehen zur Produktstruktur. Das ist einfach, das sieht man in einer anderen Ansicht, meine Arbeitsplan. Und dann natürlich das Schönste ist die Kostenkalkulation. Okay, dann kann ich reingehen und sagen, ein bisschen kleiner machen, damit sie alles setzt. Da kann ich sagen, neu kalkulieren. Und ich sage, ich nehme diese Preisliste hier von meinem SAP. Das ist meine Zielpreisliste, weil ich kann den Preis, der kalkuliert ist, sogar raufladen ins SAP. Und ich will jetzt nur eine Losgröße 1, nur ein Stück kalkulieren. Dann wird mir das alles kalkuliert. Es gibt mir einen Verkaufspreis. Dann sagt vielleicht der Bernhard, oh, die Rosi hat so viel geändert. Ich habe da dran gearbeitet, zwei Wochen. Und die Rosi hat da und was geändert. Da gebe ich jetzt 7% Vertriebskosten, Verwaltungskosten. Und ihr seht, es ändert den Preis. Okay, hier habt ihr eine schöne Übersicht, Diagrammübersicht, dann habt ihr eine Listenübersicht, was die Kunden sehr mögen. Die sehen dann auch von dieser Stückliste, was ist die Einzelkosten, was ist die Summe, die ganze Summe und so auch von den Ressourcen. Okay, und jetzt seid ihr, ich bin zu früh, der Preis passt, alles ist okay. Ich sehe hier meine Materialkosten, es passt alles.
dann kann ich es freigeben und ich kann es raufladen ins SAP. Und die Stückliste wird raufgeladen ins SAP. Dann kann ich mit dem nächsten Produktanfrage anfangen. Das ist unser Bild. Das ist unser Produktmanagement. Ein tolles Tool, sehr beliebt hier. Ich wohne jetzt in der US. Sehr beliebt hier, sehr gute Feedback auch, also von allen drei Produkten. Aber weil es einfach für einen Ingenieur, wenn man Produkte baut, einfach viel einfacher ist. Okay? Gut, ich habe es zeitlich geschafft. Hast du gut gemacht, ja. Normal rede ich mehr, aber ich konnte heute nicht in die Details gehen. Ich wollte nur, dass alle eine schöne Übersicht bekommen von allen drei Produkten. Okay? Ja. Und ja, jetzt können wir es aufmachen für Fragen, oder Bernhard oder Helmut? Genau. Wenn es noch Fragen gibt, können die gerne gestellt werden. Dann vielleicht noch eine kleine Ergänzung machen dazu. Bitte. Also es wird, wir werden nächstes Jahr auch noch ein Produkt liefern, das heißt Plan. Das heißt, das richtet sich an die Feinplanung. Hier mit Produce sind wir quasi in einer Applikation, die fertige Aufträge, die wir geplant haben, weil wir haben ja auch ein SAP Business One, eine kleine Planung, die im Produce Manager einfach zur Verfügung steht. Das heißt, hier gehen wir gar nicht mehr davon aus, dass wir großartig, ich sag mal, umplanen oder eine Neuplanung machen, sondern bei Produce sind wir mehr in der Execution, also in der Ausführung der Produktionsaufträge. Ja. In dem Plan-Modul, da haben Sie recht, da ist natürlich das Thema Feinplanung, Umplanung, natürlich nochmal eine ganz andere Aufgabenstellung auch, die oder auch unter Umständen von anderen Leuten gemacht wird. Deswegen sehen wir natürlich die Kapazitätssicht vor allen Dingen auch als wichtig an, wenn sie während der Feinplanung eben auch benötigt wird und auch stattfindet. Ja. Das heißt, ins Plan kommt das auf alle Fälle rein. Und dann kann es natürlich Sinn machen, so wie Sie sagen, dass wir vielleicht so zumindest mal die ein oder andere View oder Sichtweise in dem Dashboard in Produce mit erweitern. Ja. Also wird kommen, genau. Definitiv im Plan. Und wahrscheinlich wird es auch so sein, dass wir in das Dashboard im Produce Manager auch noch die ein oder andere grafische View auch noch mit einbauen werden. Okay. Ich würde, außer es kommt noch eine weitere Frage, würde ich die Aufnahme stoppen. Ich würde sagen,